Das ist irgendwie merkwürdig. Anstatt das so gemacht hätten, so wie bei anderen Shootern, dass du wirklich da deine, ja, dass du halt so einen roten Rand bekommst um den Bildschirm, dass du weißt, ah, ich stehe kurz davor, ich muss Heilung nehmen. Kriegst du hier gar nicht. Einfach so, oh, tot. Fertig. Lala, das passt schon. Der wird schon irgendwie wieder aufstehen irgendwann. Ich weiß es genau. So, eieiei, das ist ja eine ganz schöne Action. Da hat uns ja wirklich, so wie ich es mir schon gedacht hatte, Das sagt Fire sich so Perry leicht! Achtung! Alles ist fast da, nur noch einen Augenblick! Wolverines, wir brauchen einen Hack! Die Gedanken das! Mann am Boden! Bleibt in Deckung, wir müssen die Stellung halten! Geleitschutz bei Fußball. Scheiße, kommt schon! Haltet sie zurück! In Deckung! So! So! Wir halten die Stellung! Der Schießer! Sagt es uns schon, es wird Rache geben. Richtig große Rache. Oder auch nicht. Guter Gott, es war eine Falle? Eine Scheißkatastrophe! Verdammter Simpson, verfickter kleiner Wichser! Ihr zwei kennt euch, das hättest du mir sagen müssen, verdammt! Fick dich doch! Hört auf! Was jetzt? Walker ist weg, Heather ist tot und der Goliath ist hinüber. Wir sind am Arsch! Vielleicht kannst du ihn retten. Ach, der ist erledigt, Mann. Die haben ihn gebrochen. Er sagt, jedermann soll auf die Norks hören und brav sein. Das war's. Wisst ihr, was ich sage? Ich sag, tötet alle. Jeden lausigen Collaborator, jeden Nork, ihre Frauen, ihre Kinder. Einfach alle! Das ist nur töten, um zu töten. Rache macht uns nicht frei. Wir nehmen keine Rücksicht. Da gibt's keine Wahl. Lieber ein guter Mensch und versklavt, als solch ein Monster im Namen der Freiheit. Oh, Dog, spar dir deine Scheißsprüche. Wir brauchen einen Plan. Wer noch was zu erzählen hat, sagt besser etwas Konstruktives. Parrish, du musst hier verschwinden. Wir haben Nachricht von Nork-Angriffen in der ganzen Stadt. Ach, Herrgott, nochmal, hört diese Scheiße denn nie auf? Die wollen uns vernichten. Ein für alle Mal. Ich stelle dir Teams aus Ärzten. Teil sie da ein, wo du sie brauchst. Die Revolution ist vorbei. Jetzt geht es nur noch um unseren Stolz. Die Norks haben uns fast alles genommen, aber den bekommen sie nicht. Na los, wenn das Ende ist, gehen wir kämpfend unter. Rimmer, wo sollen wir hin? Oh.
Parrish. Die Nogs sind wahnsinnig. Sie greifen uns überall an. Das muss schon seit Monaten geplant gewesen sein. Jede Zelle meldet Verluste. Okay, ich, Dana und Brady gehen raus und sehen uns um. Brady, du übernimmst Lombard. Dana, Holloway und ich, Amcree. Legen wir los. Mein Gewehr hat eine Ladehemmung. Ich glaube, das Verschlussgehäuse ist verzogen. Wir sind bei dir, Parrish. Kommt schon, Leute. Da habe ich keine Ahnung. Habe ich auch gerade keine Zeit. Komm schon, Brady. Wir werden untergehen. Unsere Leute brauchen Hilfe. Ein Angriff solchen aus. Macht euch auf den Weg. Unsere Leute brauchen sofort Hilfe. Ja. So, dann wollen wir mal. Die KVA schlägt zurück. Das heißt, jetzt gibt's einen großen Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Laut, ja, Adam Riese von Fallout. Was wollte ich sagen? Das wird, glaube ich, jetzt noch mehr Action geben, wie es vorher schon gab. Ich glaube, wir werden jetzt, knallharte Schießereien erleben, knallharte Goliath-Kämpfe, Helikopterangriffe, Luftschiffe, die uns abscannen, noch mehr Drohnen und noch mehr Infanterie. Und alles ist zusammengepackt in einem Videospiel, das sich Homefront The Revolution nennt. Aber die Revolution ist vorbei, so wie es aussieht. Wir haben Heather verloren, einen Goliath verloren, der uns gehörte quasi. Und wir wurden verarscht, verraten durch einen Maulwurf namens Simpson. Nee, Quatsch, Simpson war es nicht. War es Parrish? Ich glaube, Parrish war es. Ich kann mir die Namen nicht merken. Egal. Ja. Geht zur Ruhezone. Oh Gott, was für ein Chaos. Oh Gott. Erstmal nachladen. Ich brauche erstmal Munition. Wer soll verkaufen? Du musst ihn helfen. Hausartikel. Security. Ja, was ist mit. Warte mal, Hausartikel? Achso, haben wir alles. Okay. Ja, dann speichern wir nochmal eben schnell. Ich hatte übrigens eine SMS, glaube ich, bekommen. Mitten in der Kampfszene. Das habe ich vorhin gesehen. Alter, 6 SMS. Alter. Parrish. Der Widerstand braucht mehr Leute wie dich, Bray. Das haben wir doch alles schon gelesen. Ah ja, sehr schön. Moore. Parrish scheint dir wirklich zu vertrauen. Das heißt aber nicht, dass ich. Achso, ja. Moore war es gewesen. Nett. Ich wollte dir einfach nur dafür danken, dass du die Vorräte aufgetrieben hast. Selbst ein bisschen Medizin gar nicht ausbewegen. Nett, das haben wir alles schon gelesen. Sofort. Okay. Ganz tolle. Das war ein ganz tolle SMS. So, mal eben schauen, wo wir jetzt sind. Ach, wir sind immer noch da. Ah, ist ja interessant. Okay. Aber ob das hier auch Gebiete sind? Das hier? Ob die auch noch kommen? Oder ob... Was ist das denn hier eigentlich? Independence... Ach, das ist die Independence Hall. Ah, so. Ja, da bin ich aber gespannt. Es ruckelt gerade ein bisschen. Scheiße, Brady! Wir werden hier draußen abgeschlachtet! Warte mal. Ich sehe da gerade was. Wieso speichert er jetzt? Jetzt in dem Moment freest er. Willst du mich verarschen? Warte mal eben. Ich muss mal. Jungs, von mir das. Wer schießt denn da? Und von was soll ich machen? Hilft dem Widerstandskämpfer die Zone der. In der von KVE-Soldaten geschossen werden. Aha. Das war hinten. Okay. An alle Stellen, hier spricht Parrish. Ich brauche Updates. Sagt mir, was zum Teufel bei euch los ist. Ja, mal eben kurz gucken. Fahrzeuge 14 und 15. Hier spricht Laura. Wir sind umzingelt. Kann irgendwer. Scheiße, die sind überall. Bin schon unterwegs. Brady, zum Glück. Die Nox haben alle Ausgänge abgeriegelt. Wir müssen uns durchkämpfen. Ja, bin ich schlecht. Bin ich schlecht. Boah, bin ich schlecht. Alter Schwede. Also, mein Aiming. Alter. Granatwerfer, den ich jetzt mal nutzen möchte.
weg, das Fahrzeug? Steht doch mal auf. So, jetzt kann ich wieder hier auf links wechseln. Na toll, jetzt speichert der, Alter. Das ist so hohl. Danke für die Hilfe, Brady. Wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Ja, ich hätte einen anderen gehabt. Ja, wir müssen jetzt alles hier aufräumen, ist klar. Ich brauche jetzt erstmal Muni. Tut mir leid, ich muss jetzt erst hier Muni sammeln. Ja, tut mir sehr leid. So, haben wir hier alles schon? Ne, den haben wir noch nicht. So, nochmal hier einspeichern. Ich tue gleich erstmal an. Ein bisschen Muni brauchen wir. So. Hallo? Nochmal eine Bombe bauen, nochmal ein Molly, noch ein Molly, noch ein Molly, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Ah, hier ist so ein Dingenbums da, Empfänger oder Störsender. Haben wir jetzt auch mal gebaut. So. Medipack wäre ganz cool. Alter, was ist denn da los? Alter. Was ist das da hinten? An alle Teams, hier ist die Kacke richtig am Dampfen. Wenn ihr nicht mit ihnen fertig werdet, dann macht euch aus dem Staub und verhaltet euch ruhig. Wir müssen die Sache durchstehen. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Kacke am Dampfen halten. Hier gibt es mehr Opfer, als ich zählen kann. Kann irgendwer helfen? Wir haben zu wenig Leute, Doc. Es tut mir leid. Dana, die machen uns hier in Elmfree fertig. Wir verlieren überall Männer. Wie sieht's bei euch aus? So, gleich da. Nee, das ist, ich komme schon. An alle Zellenanführer, die Nord scheint sich jetzt auf den Norden von Philly zu konzentrieren. Wir müssen Evakuierungsrouten zu sicheren Gebieten errichten. Paris, ja, er spricht Gabby aus Earth. Die Nord treiben zum Passanten des Widerstands zusammen. Sie erschießen die Leute auf der Straße. Hier herrscht das Chaos. Wir müssen etwas unternehmen. Wir können niemanden schenken. Es tut mir leid, wir verlieren diesen Kampf. Ich sag den Leuten, sie sollen sich verstecken. Versucht ihnen zu sagen, dass sie ihre Häuser verlassen und sich verkriechen sollen. Ah, da oben ist ein Schatz. Mann. Sie. Warte mal. Ist der da? Nee, warte mal. Hä? Nein, was? Alter. Alter. Nimm die scheiß Waffe da in die. In die Pfoten. Geh da hin. Boah, diese Lebensanzeige, ne? Das ist so. So. Ja, jetzt speicher doch einfach mal mitten im Kampf wieder. Das gibt's doch nicht. Ich verstehe, warum Parrish dir so vertraut. Wir sehen uns in der U-Bahn. Die Kapo hat uns gefunden. Wir versuchen, uns in der U-Bahn. Aber es sind zu viele. Wir brauchen Hilfe. Ja, wir haben ein bisschen Chemikalien alles. Ich versuche mal alles zu sammeln. Und ich zeige nochmal alles mitnehmen. Wenn wir nochmal was brauchen. Dann können wir mal so zwei Bomben. Ich will echt nur noch zwei Bomben herstellen, kann ich ein bisschen mehr herstellen. Dass wir irgendwie so ein Rucksackpack kriegen, dass wir, weiß nicht, 8 Bomben herstellen können später, aber nein, bleibt bei 4. Ich finde es echt wirklich gut. So. Jack, meine Teams werden komplett überrannt. Jack! Ich habe noch nie so viele Verletzte gesehen. Wir können uns nicht schnell genug um sie kümmern. Hallo? Sie sterben hier auf dem Bahn, Jack. Ich weiß doch, aber wir können uns nicht einfach lösen, sonst jagen sie uns. Tu einfach, was du kannst. Hilfe! Wir haben unseren Unterschlupf gefunden. Ja, bin schon unterwegs. Blockiert. Jetzt werden wir erstmal von A nach B geschickt. Scheiße! Naja. An alle Teams, vertraut nicht auf eure Unterschlüpfe. Es ist nirgendwo sicher. Denn? Verschwindet die einfach. Scheiße, Brady! Wir werden hier draußen abgeschlachtet! Erstmal den Arsch schießen.
Und er speichert wieder. Alter. Danke für die Hilfe, Brady. Ich habe noch nie so viele KVA auf einmal gesehen. Ich hoffe, unsere Leute können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Mhm. Helft uns! Sie haben unseren Unterschlupf gefunden. Es gibt keinen Ausweg. Scheiße. Ja, ich bin unterwegs. Ich kann nicht überall sein. Ich kann nicht, wie jetzt noch rumgeschickt werden. Boah, geiler Truck. Damit jetzt rumfahren. Wir haben so viele Verluste. Wir dann halt hier in so ein Lager fahren. Scheiße, Alter, was ist denn da, Alter, was ist denn da los? Was? Ja, ich beeile mich schon. Ich beeile mich schon, ich sehe noch nichts, es ist gerade auch erstens so. Was denn jetzt? Wieso speichert der schon wieder? Willst du mich verarschen? Wieso speichert der immer? Ich hasse das, das ist ja mitten im Kampf speichert, du bist gerade voll. Ah ne, der gehört zu uns, Entschuldigung. Wir können sie nicht aufhalten. Zieht euch zur U-Bahn zurück. Gott, tot, alle. Verpissen wir uns von hier. Schnell zurück zur U-Bahn. Okay, wir unterwegs. Das ist einfach von dort. Du kannst nichts mehr tun. Es sind zu viele. Wir müssen uns zurückziehen. Wir wurden aufgehalten, aber wir sind unterwegs. Bringt alle zur U-Bahn! Zieht euch zurück! Es kommen einfach immer mehr! Wir können nicht mal durchatmen! Nehmt alles, was ihr tragen könnt! Boah, Alter! Was das für eine Action war! Vorhin geht's mal von A nach B und von B nach C und tralala und hast du nie gesehen und pipapo. Ganz ehrlich, das war jetzt ein bisschen, naja, vor allem wir alleine helfen 50 Leuten, die mit 100 Leuten nicht klarkommen, ist klar, dass wir alleine als 51. so weit helfen können, dass die, ja, ist egal. Brady, wir wurden in jedem Distrikt so vernichtet. Hunderte sind tot. Parrish ist mit den anderen in der Einsatzzentrale, aber es gibt keinen Plan mehr, der uns noch retten könnte. Vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze noch ertragen kann. Das kann doch nur ein Albtraum sein, oder? Das muss ein Albtraum sein. Ja, vor allem, was wollen wir jetzt noch großartig machen? Ich meine, es könnte noch ein... Schön, dass du dabei bist, Brady. Ich habe ihn sterben sehen. Ja. Er ging genau vor mir zu Boden. Keep clear of doors. Keep clear of doors. Hä? Achso, hier lang. Wir sind am Arsch. Glaubst du, wir können? Ganz einfach. Es gibt noch einen. Ich glaube, eine Hilfe. Eine Möglichkeit gibt's, glaube ich, noch. Hey Brady, du machst immer noch mit? Keine Ahnung wieso, aber die Norks machen uns immer noch fertig. Ich will essen. Ich will Schlaf. Wir sind fast am Ende. Doug, wie viele Verletzte gibt es? Doug! Hey, Doug! Was? Wie viele Verletzte? Mehr als Hilfe da ist. Viel mehr. Wir geben ihnen Methanol für die Schmerzen. Das ist alles. Die meisten werden sterben. Ist besser, ich gehe zu ihnen zurück. Sam, setz dich einfach hin. Du hast schon genug getan. Du kannst jetzt auch nichts mehr bewirken, okay? Die Revolution ist vorüber. Wir können nicht gewinnen, wir sind zu wenige. Kann sein, die Tür ist zu. Ihr habt es mit Gewalt versucht und verloren. Ich sprach immer von dem anderen Weg, dem gewaltlosen Weg. Ich habe einen Traum. Träum weiter. Ihr habt so lange für die Leute gekämpft und vergessen, ihnen zuzuhören. Ich höre sie aber. Sie geben nicht auf, sie haben Hoffnung. Wir haben nichts da. Wir können nichts mehr für sie tun. Steh sofort auf. Es ist nicht aus. Simpson und die Norks triumphieren, aber wir sind nicht tot und noch nicht fertig. Wir schlagen zurück! Mädchen, stopp! Nein, kein Stopp. Ich kann nicht stoppen. Die Norks werden das lernen.
Und auch der verdammte Simpson. Hey, vielleicht sollten wir eine Weile untertauchen, ne? Sie sollen glauben, dass wir am Ende sind. Es wird etwas dauern, aber wir kommen wieder auf die Beine. Wenn wir warten, ist es vorbei. Wir brauchen irgendwas Spektakuläres, sofort. Zum Beispiel? Bringt Simpson ins Fernsehen. Quält ihn so, wie Sie damals, Walker. Ach, das klingt doch gut. Den Bastard Simpson im TV demütigen. Die Leute wüssten, dass es uns noch gibt. Wir bekämen eine Menge neue Rekruten. Aber wie stellen wir das an? Wer außer uns ist verrückt genug, das Rathaus anzugreifen? Der Gefängnisbezirk ist voll von Irren, die Norks erledigen wollen. Ich habe ein paar Kontakte da. Du wirst die gleichen Fehler alle nochmal machen. Werdet ihr es nie lernen? Hey, Crawford wollte immer, dass wir aus der Vergangenheit lernen und er hat sich den Norks angeschlossen. Wenn Kämpfen ein Fehler ist, dann mache ich ihn gern. Weil das alles ist, was ich tun kann. Ich wusste, ich kann dich wieder aufrichten. Simpson wird uns erst kommen sehen, wenn es zu spät ist. Na los, Dana. Es ist Zeit für eine Ave Maria. Ihr zwei kümmert euch ums Sperrgebiet. Ich komme die Überlebenden zusammen. Es ist noch nicht vorbei. Wenn meine Mutter mich... Ethan, wenn wir uns ein Team für den Angriff auf das Rathaus suchen, müssen wir irgendwie ins Sperrgebiet kommen. Es ist zwar ein Hochsicherheitsgebiet, aber angeblich sind kürzlich ein paar Häftlinge ausgebrochen und in Alltown gewesen. Wenn du herausfindest, wie sie fliehen konnten, dann könnte das unser Weg hinein sein. Geh nach Alltown. Ich besorge die Waffen, um unsere neuen Rekruten auszurüsten.